So, meine lieben Freunde. Willkommen zu Among Us. Wir starten jetzt die Runde und es wird bestimmt mega witzig. Ja. Oh Mann. Das Blöde ist, wir kennen die Map noch nicht so. Ich muss hier mal ein bisschen tappen. Ich wollte gerade sagen, die Map ist ja im Discord drin. Es ist ein super Timing. Ich komme aber gerade aus der Cam. Also es können Harald, auf jeden Fall Line, eventuell, weiß nicht, ob sie mich gesehen hat, bezeugen, dass ich von oben komme. Ich müsste instant reported haben nach dem Kill. Dürfen wir noch wissen, wo? Ach so, ja klar, unten vorm Haupteingang quasi neben Communications da Raketen also abschießen. Linke Seite, Office. Ja, ja, genau, richtig. Ich habe da vorher in den Kameras noch Jesse gesehen. Willst du kurz sagen, wo du gerade langgelaufen bist, Jesse? Warte, wo ist der Kill? Unten bei Weapons. Okay, also ich war da mit Drache. Achso, Drache ist tot. Nicht gleich draußen oder drin? Drache ist tot. draußen. Okay, warte, aber da war noch jemand. Drache warte, wir waren da noch. Dein Messer. Line war da, glaube ich. Ich war da. Ich bin mit dir runtergelaufen. Ich bin die ganze links Zeit dabei. Okay, und ich bin dann einfach ins Weapons gegangen. Ja, ich bin nämlich mit dir ganz nach unten gelaufen, bin dann Lifeline und dann zum Lab und bin ins Lab reingelaufen. Also ich stehe jetzt am Ding. Wie heißt denn das? Ich habe Draco und noch irgendjemanden auf jeden Fall zurückgelassen und dann bin ich ins Weapons. Ich mein, aber Pflanzi, du warst schon viel früher im Lab. Du warst schon vor 30 Sekunden im Lab. Ich meine, Jesse hat ja sowieso einen Imposter. Pflanzenfan. Es gibt zwei Leute, die mit Pflanze anfangen. Ja, Imposter-Abo. Ich kann tatsächlich auch wenden, aber ich bin kein Imposter. Ich dachte mir so, vielleicht wende ich jetzt neben Drache, damit er sieht, was ich bin, weil ich einfach mal wenden wollte, aber... Imposter. Du hast außerdem trotzdem auf Kill gedrückt. Kann natürlich sein, ne? Ja. Und dann lasse ich ihn da liegen und stelle mich in Weapons und warte daneben an. Ich stand die ganze Zeit in den Lights. Ja, Line halte ich für unwahrscheinlich. Doch, das ist wirklich so. Aber müsst ihr da nicht die Cam gesehen haben, wer gekillt hat? Knapp, ich glaube, wenn ihr das auch gerade müsst ihr den Radar aus. Nee, ich bin so durchgeskippt. Ich habe Maxi zum Beispiel noch rausrennen sehen, rechts Richtung Lab. Vielleicht können wir auch einmal den Laufweg. Hab ich ja gesagt. Ich bin mit Jesse am Anfang. Achso, du hast schon. Könnt ihr euch vielleicht gleich nennen, in-game und im Discord, sonst komme ich komplett durcheinander. Okay, ist das. Nee, alles cool, ich sag nur, deswegen frage ich jetzt doch mal. Nee, passt schon. Einfach Farben benennen. Ich bin farbenblind. Also, wer ist jetzt verdächtig für die Runde? Jesse. Okay. Wie Maxi auch, ja, ich hab Maxi und Drache alleine gelassen. Digga, ich bin seit einer halben Stunde ins Set gelaufen, Digga. Wahrscheinlich eine halbe Stunde, oder? Ich hab das zwei Bouts. Sagt, aber. Krieg ich einmal was Cooles, weht mich raus. Ja, bitte killt wer Jesse, Alter. Nee, dafür haben wir nicht genug Hinweise gerade, um zu sagen, dass sie süß war. Raus auf ein paar random Votes. Okay.
ich habe zwei Verdächtige. Ja, warte. Jenny ist schon länger tot. Ja, Jenny ist auch die Einzige, die tot ist. Bei Mutter. Ich möchte gerne meine Beobachtungen teilen. Erste Beobachtung, Sugar Daddy ist einfach vom linken Reaktor weggelaufen, obwohl der noch an war und er da alleine war. Und jemand rechts schon stand. Also ich stand von Anfang an rechts. Ja, Sugar Daddy war links. Aber der ist da nicht hingegangen, sondern einfach weggelaufen, obwohl der Reaktor noch an war. Und aber rechts die ganze Zeit schon jemand stand. Das heißt, ja, ich wusste nicht, dass man von beiden Seiten einen Reaktor machen konnte. Okay. Er hat das gestern zum ersten Mal gespielt. Aber warum bist du denn allgemein denn da hingelaufen und wieder weggelaufen? Nicht spielen. Okay. Und meine zweite Beobachtung ist, Jesse steht halt bei der Leiche und wollte weglaufen. Ja, ich habe den Report-Button gesehen, und deswegen bin ich hin und her gelaufen, weil ich die Leiche nicht gesehen habe. Ach, wieder der Leute, ich habe vor allem gewendet, bestimmt. Übrigens in O2. Ich hätte so viele killen können. Ich habe auch Lina alleine am Reaktor gesehen, links, und hätte sie killen können und mit wenden können. Niemand killt beim Reaktor. Ja, warum? Da war, alle waren rechts, da war ich ja vorher, da bin ich ja von rechts nach links gewendet. Ich habe auch so viele gesehen, fast alle kühlen können. Ja, wir können es auch andersrum aufziehen. Also wenn die Leiche wirklich schon älter ist, dann kann ich Max hier wieder rausnehmen, weil wir waren übel lange zusammen im Specimen. Die Leiche ist um 21.07 Uhr, 21.08 Uhr gestorben. Also. Ja, okay. Und wenn die schon länger alt ist, Line, kann ich es auch nicht sein, weil ich habe Pflanzi und noch... Wer ist mit dir gelaufen, Pflanzi? Oben habe ich gesprochen. Er geht zurück zur Leiche, die er getötet hat. Wisst ihr, was ich meine? Also, wenn Jesse Danny getötet hat, ja. Ich habe leider einen Cooldown von meinem Vent, deswegen kann ich nicht weiß oder Lachsfarben. Die beiden sind es, glaube ich, auch nicht. Die sind gerade ins Specimen reingekommen. Das dauert immer sehr lange, von oben da reinzukommen. Pflanzi rennt auch in Labor rum. Ja. Wieso habe ich da noch gesehen im Labor? Ich war mit Harald und Jesse in der Nähe zusammen, vor 5 Sekunden, bevor der Alarm losgegangen ist. Okay. Orno, warst du kurz fürs Protokoll? Was? Ich? Maschine, ja. Achso, ich war im Labor gerade. Pflanzi, hat jemand gesehen? Ja, Pflanzi. Okay. Alright. Ja. Ja, das kann ich auch bestätigen, weil ich bin da gerade rausgekommen, ne? Können also, ein Fakt, der für Sugar Daddy sprechen würde, ist zum Beispiel, dass sehr wenig Kills fallen. Ich wollte es nur mal anmerken. Nicht böse gemeint. No front! Und der Hauptverdächtige auf jeden Fall Sugar Daddy, Jesse und Line. Yeah. Ich? Er ist einfach... Ja, sorry, du kannst es so sauber gewesen. Nee, Line war es nicht, weil Line ist von außen gekommen und ich habe die Leiche wirklich schon gesehen, aber ich habe sie nicht gefunden. Deswegen. Und als ich dann weitergelaufen bin, war mein Report-Button weg, deswegen muss es irgendwie rechts gewesen sein. Aber wirklich wenig Kills bisher. Das ist auch ein Punkt, das für mich spricht. Ja, ich hätte schon längst mehr gekillt. Guck mal, wie bescheiden du bist. Du bist so bescheiden. Baum wieder. Ah, da läuft da. So.
Okay. Der findet schon oft Leichen, oder? Wo war die Leiche? Unter O2 der Raum. Ja, da, wo man da auf und zu drehen muss. Ich war gerade die letzten 10. Ach so. Frauenkopf. Ich kann mich verteidigen, ich war mit Harald und Leben. Die letzten 10 Sekunden zusammen. Hallo, Lester. Ich will einmal kurz was das mit Maxi reden, weil ich habe. Ah, hey, Leben, moin. Ich habe die Leiche im hier. Ne, Boiler Room. Ding gesehen, dass er tot ist und habe ihn dann gesucht, weil ich ihn zuvor in der Nähe links gesehen hatte und war dann relativ schnell klar, wo er liegt. Maxi, hast du ihn vorher schon tot gesehen oben an der Anzeige? Woran, welche Anzeige? Ja, Lifeline. Wir haben uns ja. Hey, ich weiß die ganzen Namen. Lifeline, genau. Ich von war nicht an Lifeline, ja, oder? Wir waren im Admin. Ja, ja, aber du kamst doch von Lifeline, oder nicht? Nein. Achso, ganz am Anfang. Reingekommen. Ja, genau. Ja, reingekommen bin ich. Nee, ich habe nicht Lifeline geschaut. Ich bin einfach straight up zum Admin-Table durchgelaufen, da standen wir ja, dann ging ja das Licht aus. Und dann bin ich halt ein bisschen vor dir weggelaufen. Und dann bin ich nach links abgebogen raus. Also ist entweder Anfang Licht ausgestorben oder davor noch. Schon eine Weile tot? Hin. Ja, ich glaube, ich denke mal bei Licht ungefähr. Also du warst. Jenny war letzte Runde schon, das war jetzt Braun, den ich gefunden habe. Danke, Q. Pflanzi war mit mir in Lab. Ist gut. Ja, also Pflanzi kann ich auch rausnehmen, weil Pflanzi war erst mit. Ja, Pflanzi war erst mit mir ein Specimen, unten rechts. Und dann sind wir zusammen hochgelaufen und dann waren wir oben. Und Linek habe ich halt erst am Ende gesehen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, so schnell zu machen. Ich habe Harald am Teleskop gesehen. Ich kann Harald und Dieck auch rausnehmen, indem ich ja zu dritt noch gelaufen am Ende, die letzten 10 Sekunden. Mhm. Also so eine Frage an Cube, du machst einfach gar keine Aufgaben. Ich habe dich nicht eine Aufgabe gesehen. Ja, ist auch richtig so. Er macht alles richtig. Ich habe Max zum Beispiel 3 Aufgaben in die Specimen gemacht. Ich bin eine halbe Stunde im Tisch gelaufen. Ja, dieses scheiß Simon Says hat halt ewig gedauert, weil ich es verguckt habe. Line hat auch 10 Jahre gebraucht, um Planeten zu finden. Ja, ich habe den nicht gefunden. Line, ich habe direkt neben dir den Müll entsorgt unten bei Otto. Ja, aber du kannst ja auch ranstellen. Kurz, Max, aber das ist eindeutig, das ist sehr gemein von Line, dass sie sowas sagt. Weil alle Leute, die keine Tat machen, sind echt cool. Na. Ich wurde gestern auch genötigt, meine Task zu machen. Können wir nochmal darüber reden? Also, wen konntest du rausnehmen, Sugar Daddy? Harald und Deacon. Also, die waren die ganze Konnten Zeit. Konnten die auch bei Sugar mir. Daddy rausnehmen? Jo. Also, Pflanzi, Line, Harald, Sugar Daddy und Deacon sind Dings. Dann kannst du nur Cuke. Rapti, wo warst du? Oh. Ja, war Cuke, Alter. Stand die ganze Zeit gefüllt am Abendtable. Ja, Maxi kann es eigentlich nicht sein. Und Rapti? Oh, übertreib! Immer noch. Oder meinst du das ernst, dass ich's bin? Was, ich? Maxi ist es. Nein, so. Ja, Digga, Junge. So. Ach ja, Cube, jetzt wo du noch gerade hörst. Gibt eine Hausregel. Levin muss in der ersten, zweiten Runde sterben. Eingeführt bei Jenny. Ja, die gab's doch früher schon, da stehe ich hinter. Ja, aber sie hat es ja eiskalt durchgezogen. Einmal 5 Stunden lang.
Ist es gestorben? Cube. Oh. Vor 4 Sekunden. Wo? Ich bin nimmer mit. Also, vor Light. Ja, ich habe vor Light gerade Cube umfallen sehen. Umgebracht. Aber ich habe nur noch irgendeine helle Farbe wegrennen sehen. Also den Killer weglaufen sehen, aber ich habe nicht genau die Farbe gesehen, nur dass er etwas heller war, glaube ich. Also ich bin unten bei Deacon in dieser Dusche. Rapsi, du warst die ganze Zeit an Lifeline, ne? Ja. Also ich habe Cube noch gesehen an Lifeline mit Rapsi. Und dann bin ich rechts und jetzt stehe ich die ganze Zeit in den Camps, weil ich kurz auf Toilette war. Also nicht in den Camps, sondern rechts in der Kamera einfach. Also ich kann Deacon rausnehmen, weil er war ja noch 5 Sekunden davor mit mir zusammen. Hm. Ja. Du also nimmst Deacon, aber ganz schön oft Deacon raus, ne? Deacon war mit mir zusammen, also wir sind da unten rumgelaufen, aber noch ja, die waren du bist Du bist Sugar Daddy, ne? Aber ihr dürft nicht vergessen, dass wir 2 Killer Wie haben, heißt ne? Du da im Spiel? Und am Anfang waren Sugar Daddy, Sugar Daddy ja, genau. Und Deacon ja auch in der Nähe da des Kills. Da waren wir noch zu dritt am Anfang und das da bin stimmt, ich weitergelaufen. Sugar Daddy ist eh die ganze Zeit schon sehr verdächtig. Hey! Ist das so? Aber ich hab ein bisschen Schiss, wenn Maxi bei mir in der Nähe ist. Ja. Ja. Schauen wir mal ein Smiley an. Soll ich das kann irgendwen töten? Das Ding ist, ich glaube, dass wir jetzt eh gewinnen, weil ich hab nur noch eine Task. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich hab schon keine mehr. Deswegen schieche ich nicht. Ich hab noch welche. Apropos Task, kurze Frage. Wie geht das mit diesen Zahlen da? Einfach Zahlen. Zählen. So hochzählen von 1 bis 10. Achso, okay. Das ist ja. Geil. Och. Lanzi kann auch nicht bis 10 zählen, macht ja nichts draus. Ja, ich verzähle mich immer. Ist ja auch Stoff von der Grundschulklasse, das weiß man auch nicht mehr. Ja, soweit bin ich noch. Ich hab meinen Abschluss nicht bestanden. Bin immer noch im Kindergarten durchgefallen. Abgang Kita. Ich habe aber immer meine Jacke neben die vom Pflanzi gehängt im Kindergarten. Ja, und ich habe sie dann runtergeschmissen. Und draufgetreten. Er hat mich immer geschlagen. Das habe ich nie. Du hast mir. Er hat mir immer den Ball weggenommen. Nee, in die Fresse geschossen. Der Hals war Maul. Also? Das hat wirklich mal ein Mädel. Ich hatte meine Jacke einfach so hängen. Die kannte mich nicht und reißt einfach eine Jacke runter. Und Render war das meine. So viel zum Thema, wir ja, machen die Task. Also. Ja. Hat es Pflanzi schuld, weil er mich geschlagen hat im Kindergarten. So. Lass mich zahlen unten.
Das ist auch sehr verdächtig. Sugar Daddy, oder? Ja. Ja. Was? Guck mal, der ist sogar einfach weggelaufen. Ihr habt es mir so schwer gemacht. Ihr habt es mir so schwer gemacht am Ende. You close meine Farbe. Wer war denn das zweite? Maxi. Meine Farbe. Das ist schon meine Farbe. Deine Farbe. So, ich bin wieder da. Hallo. Also Sugar Daddy und Maxi waren das jetzt. Genau, am Ende habt ihr es mir so schwer gemacht, ihr seid in einem Rudel rumgelaufen. Ja, aber ich nicht als gefragt habe, wer die Tasten nicht macht. Nee, meine waren beendet. Und ich habe Jesse dann so am Schluss noch ein bisschen so einen Verdacht gehabt und habe gedacht, okay. Warum, weil ich die ganze Zeit vor euch wenden konnte? Ich habe gedacht, in Gruppen habe ich immer gewendet, damit wenn 10 Leute da sind, dass ich dann immer dann wende. Es hat voll Spaß gemacht. Rapinator stand da immer nur rum? Wer? Du hast doch richtig gesagt, Sugar Daddy, oder? Du bist ja einfach so weg von dem Reaktor, weil... Ja. Ich glaube ihm bald gar nichts mehr. Er sagt immer, er kennt sich nicht mehr aus. Mm-mm. Ja, dabei ist er Level 6, das zählt nicht mehr. Ab Level 6 würde ich sagen, ist okay. Hey. Zum Glück bin ich kein Level 6. Bessie, ich muss mir erstmal Sachen kaufen, ja? Gott sei Dank war Levin vorher nicht da, weil dann wäre ich rausgeflogen. Du bist doch eh gleich am Anfang raus. Ach so, stimmt. Weißt du, euch alle, ne? Jenny, ich hab voll viel geredet und hab gewonnen. Wenn ich Imposter bin, dann bring ich dich sofort um. Habt ihr das gehört? Hm? Ja. Ja. Also, wenn Jenny tot ist, ist es 11. Okay, sehr schön. Hast du irgendwie ein neues Mikrofon, Levin? Du klingst irgendwie. Nein, ich bin doch umgezogen, du Luder. Juk ist immer mein Luder. Liebe ich. Das weiß er. Juk und ich sind so, weißt du? Also ihr seht das jetzt nicht, aber... Ein Juk, das ist immer das alte Mikro. Immer noch. Franzi ist der größte Vogel. Oha. Und wer war wieder Jessie das? Nee, ach, das weiß ich nicht. Was ist da denn los? Ich hab doch gesagt, ich bin schneller Killer. Ja, gut, woher sind die Ohren? Ich will diese Flügel auch haben. Franzi, du kannst so nicht weitermachen. Doch. Nein, du brauchst deine Pflanze oben drauf. Halt, die ist verbrannt. Was? Wo sind deine Ding her? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Die läuft real life. Dück mich nicht an. Schau ich einmal nach. Mein Cube, du musst dir deinen Posterpass kaufen. Natürlich. Ich bin schwarz geworden, weil du grün bist. Schön, erstmal mal. Bleib alles so, wie es ist. Ja, außer die Sturmwarnung heute. Wir müssen die Schießen. Das ist ein Trickhaus mit Q. Wir sind 13 und die Jessie ist wieder... Maxi? Komisch. Was ist? Oder? Wer war das? Ach, keine Ahnung, wer hat mit mir geredet? Weiß nicht, wieso. Ich hab dich auch einfach aus Versehen getötet, ey. Ich bin abgerutscht. Aus Versehen? Aus Versehen. Ja, ich wollte dich da eigentlich gar nicht töten. Weil die Cam an war. Ich kill einfach auch ein Cam, Alter. Ich dachte mir auch so, ja super, Digga, kann mich auch gleich selber rausroden. Nice.